Recht herzlich willkommen zur 109. Folge von Avorion. Ja, der Ruffy Monkey, der hatte mir geschrieben, dass wir kurz vorm Kaputtgehen waren, wie man da unten auch so sieht. Weiß ich nicht, 40% würde ich jetzt mal schätzen oder naja, vielleicht sogar 30, 35. Da müssen wir mal gerade gucken, dass wir unser Schiff erstmal reparieren. Sollte eigentlich gehen. So, dann sieht das auch wieder besser aus. So, dann haben wir das geschafft. Und da unten ist unsere Eskorte, die gerade näher kommt. Was für einen Befehl können wir denn da geben? Eskortieren tun wir jetzt. Abbracken, abbauen, inaktiv. Wenn wir inaktiv stellen, müsste er jetzt anhalten. Ja, sieht nicht so aus, als ob er das tut, ne? Er hat immer noch das Eskortensymbol da dran. Ne? Hm, super, läuft, oder? Ja, und ich weiß nicht, wo er hin wollte, aber irgendwo durch uns durch oder sowas. Sehr interessant. Befehle. Er fliegt jetzt einfach weiter. Ja, weiß ich auch nicht. Und er ward nie wieder gesehen, oder was? Befehle. Diese Position bewachen. Okay, er hält an. Was haben wir denn noch? Inaktiv. Da können wir noch was abbauen gleich. Achso, wir müssen auf die Karte und dann können wir ihn hier aussuchen. Aber warte mal, da war noch irgendwas drinnen, ne? Verkaufen, verkaufen. Eigene Station bevorzugen, ist klar. Beliebig. Dann müssen wir erstmal wissen, wie viel da drinnen ist. Kann man hier wahrscheinlich gar nicht so sehen. Hier so eine kleine Übersicht, was im Frachtraum wäre, wäre jetzt vom Vorteil, ne? Kann man aber auch nicht so machen, ne? Nee. Okay, das bedeutet raus aus der Karte, T in das Schiff. P Frachtraum, 504. Und die Fracht ist aber nur 201 groß, weil Volumen anders ist hier. So, das bedeutet wieder wechseln. Wo ist das andere Schiff jetzt da? T, Karte, Güter verkaufen, Luxusessen, 201 waren das, verkaufen. Gut, raus aus der Karte. Ja, und hier in dem Sektor gibt es jetzt niemanden, der das kann und deswegen bleibt er da stehen und wartet, bis er das irgendwann verkaufen kann wahrscheinlich. Das ist schlecht. Was haben wir hier überhaupt so? Ein paar Sachen sind hier, aber... Wer ist das? Xotan-Schiff, okay. Keine angreifenden Schiffe. Ja, das war die Strategiekarte mit F9. Wurde mir auch gesagt, dass ich das dann mal machen kann. Ja, kannte ich aber schon. Habe ich ja schon in früheren Folgen praktiziert. So, jetzt müssen wir mal schauen. Gehen wir nochmal hier hin. Hier können wir ja noch sehen, dass hier nichts ist. Also weiter. Renew, Trainer 1, Ölbohrturm. So, das bedeutet jetzt hier. Dass wir hier, da er nicht handeln kann, bringt uns das alles gar nichts. Er kann also nicht, er springt also auch nicht. Das ist das Schlimmste. Und wenn er nicht springt, bedeutet das, dass der Handel dann nicht funktioniert. Der funktioniert nur in einem Sektor. Ja, wo wir das haben. Also zwei Stationen haben, die wirklich miteinander handeln wollen.
Okay. Jetzt können wir den abbauen. Toll. Ja, das ist dann auch wieder doof, wenn das nicht so, ja, noch nicht durchprogrammiert ist, sagen wir so, ne? Dann haben wir nämlich das Problem, dass das uns nicht weiterhilft. Jetzt haben wir einen Trader hier, aber der kann hier nichts traden. Da hat es ordentlich geknallt. Was machen wir dann da mit dem? Besatzung wurde bezahlt auf dem Schiff. Meiner 1, der da irgendwo in der Gegend rumfliegt und uns irgendwelche Rohstoffe einsammelt. Wir zerlegen gerade das Schiff hier. Wo wir noch nicht wirklich was raus haben. Ja. Bauen wir das gerade hier zu Ende ab. Ist ja nicht mehr viel. Sollte schnell eigentlich gehen, oder? Okay. Große Kiste da gerade wegmachen. Also das, was jetzt hier runterschwebt, das ist alles nicht das Kernschiff, das ist noch der obere Teil. Da ist noch irgendwie eine Antenne. Da war eine. So, und das ist noch das Hauptteil jetzt hier, ne? Ich habe auch keine Vermutung mehr, dass da noch was rauskommt, ne? Ist ja nichts mehr, ne? Das ist die letzte Platte und das war das Schiff. Nee, da ist noch was. Aber ich glaube, jetzt haben wir aufgeräumt. Da sind hier noch ein paar Credits. Da waren noch ein paar Teile, oder? Das ist aber auch weg. Ja, das war's dann. Ja, jetzt machen wir was? Gute Frage. Ich glaube, wir nehmen jetzt ihn ja wieder in Eskorte oder der soll uns wieder eskortieren. Und zwar folgt er uns dann, mich eskortieren. Und wir gucken zu, dass wir dann irgendwo hinspringen. Was hier? Zwei Tore und ein Asteroid. Und wir haben einen da. Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot. Da gibt es einen Asteroiden und da gibt es auch Minen. Ja, Edelmetallmine, aber da jetzt ein Handelsposten drin, das wäre cool gewesen, ne? Da gibt es einen Notruf, was ist hier? Ein Asteroid, aber nichts dabei. Also wir brauchen jetzt sowas wie einen Asteroiden. Da ist ein Reparaturdock und eine Schiffswerft, aber Also hier sowas bringt es dann noch am ehesten. Ressourcendepot. Wir bräuchten Asteroiden, wo gleichzeitig irgendwie ein Handelsdepot. Ah, hier. Da unten, da müssen wir was reinbauen. Das wäre es dann noch, ne? Ja, da müssen wir nochmal genau überlegen, was wir da machen. Fliegen wir jetzt da unten hin?
Ich glaube, wir springen da mal hin. Koordinaten eingeben. Und wir müssen da runter. Und du möchtest bitte mitspringen. In der Hoffnung, dass es tut. Und ist er irgendwo? Hat er ja letztens auch nicht getan, ne? Und ich glaube, er ist wieder so weit, dass es nicht tut, ne? Ach, Mr. Trader, wäre doch schön, wenn Sie uns doch folgen würden. Ja, die Ölbohrturm, die sollst du nicht, ne, machen. Sollst uns folgen. Jetzt versteht keiner wieder, warum er uns nicht eskortiert. Also wieder zurückgesprungen. Ah, er kann da nicht hinspringen. Wir waren zu weit gesprungen. Ganz einfach, ne? Ah, das hatten wir ja letztens schon geklärt, oder? Wird nur berechnet, okay. So, jetzt sind wir wieder da. Und wo sind wir jetzt hier rausgekommen? Da ist noch ein Wrack. Interessant. Wer ist das da? Ein Xotan-Schiff, okay. Das müsste unser Ölmine sein. Und wo ist unser Schiff? Da ist er, ne? Oh, komm schon. Komm näher, definitiv. Und wir machen jetzt hier dann noch ein bisschen Arbeit, so lange, oder? Bis der da ist. Ist ja schön, dass der so weit gesprungen war, ne? Piraten greifen den Sektor an. Ist jetzt schwierig, ne? Okay, Piraten greifen uns an. Dann greifen wir die Piraten auch an. Okay. Vielleicht hätte ich nur einfach steuern sollen und nicht Schub geben sollen dabei, ne? Bisschen drauf achten. Irgendwo sind wir gerade im Hagel drin. Das ist jetzt nicht so ideal, ne? Weiß gar nicht, warum unser Schub jetzt gerade nicht geht. Kann zwar hinterher fliegen, aber so, den haben wir schon mal. So, wer griff jetzt noch an? Da ist er. So, der ist jetzt dran. Ne?
So. Du ziel mal da drauf und ich schieß dich hier ab. Das ist dann schon passend. Und der nächste bitte. Jetzt machen wir gerade was falsch, glaube ich. Jetzt bist du dran, ne? Jetzt bist du dran, ne? Herr Gesetzloser. Unser Schiff ist noch gut entschwungen. Und den kriegen wir auch gleich kaputt. So, und da kommt sogar gleich schon ein Teil raus. Das nehmen wir dann mal besser mit. Ist eine Waffe. Was kann sie? Nanonit, 62 Schaden, Doppel-Tesla-Geschützturm. Sehr interessant. So, jetzt ist da noch jemand. Das ist ein Xotan-Schiff. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was jetzt hier noch rumfliegt, oder? Das sind alles Wracks, oder wie sehe ich das? Da sprüht schon was. Besseres kann das sein, oder vertue ich mich? Ah ne, das war nur so ein. Ja. Irgendeine Waffe wahrscheinlich. Da ist ein Wrack, ja. Aber das Zotan-Schiff greift meine Station an, richtig? Dann bedeutet das, wir greifen das Zotan-Schiff an. Ja, greif meine Station an. Also bist du jetzt auch fällig in meiner Richtung. Tja, und das war gerade mein Schiff, ne? Okay, bedeutet, das ist jetzt kaputt. Und ein Schuss, ein Treffer, oder wie war das? Hätten wir vielleicht uns mit dem Zoo da nicht anlegen sollen. Da fliegt noch ein Teil, das möchte ich dann doch noch haben. Das war eine Kanone. Okay. Ja, dann ist jetzt die Frage, wir brauchen in der nächsten Folge dann etwas, was Wumme hat, damit wir den da kaputt machen können, wenn der dann noch da ist. Müssen uns ein neues Schiff bauen. Aber sehe ich auch jetzt kein Problem drin. Ressourcen sollten wir eigentlich haben, oder? Ja, da ist ein bisschen was da. Und dann kriegen wir das schon hin. Machen wir aber alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Gebt mir einen Daumen hoch, falls euch die Folge gefallen hat, und wir sehen uns dann. Ciao!